Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 mit mir, dem Mr. Mer. Wir haben das letzte Mal irgendwie so eine Art Feuerdämon besiegt, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es war sehr feurig und sehr dämonisch. Und wir haben den Zwiebelritter getroffen, der war sehr lieb zu uns und hat uns geholfen. War eine andere Hilfe, als ich erwartet. Ich dachte eigentlich eher, dass uns da wer anders hilft und jetzt... Warum sind wir jetzt hier gelandet? Komisch. Ich war ja gerade eben noch oben und habe gegen diese Viecher gekämpft. Bis der Disconnect kam, ein ganz unverhoffter. Aber es hält uns nicht auf. Gucken wir mal, ob die alle noch da sind oder ihre Zahl reduziert wurde. Okay, scheint jetzt irgendwie anders zu sein. Was? Da war doch gerade was. Da stand doch gerade jemand. Oh Gott, diese zwei dicken Ladies da. Die blockieren halt den Weg, ne? Ah, es kommt erstmal nur eine. Ja, so kriegt man die jetzt wahrscheinlich in den Griff. Ist relativ no-brainerig, muss man ganz ehrlich sagen, gerade eben. So. Die macht es nicht mehr lange. Lol. Also so ist das relativ easy. Das muss nur noch mal genauso klappen. Ja, die kommt jetzt aber irgendwie nahe. Eieiei. Und schon keult sie zu. Die Alte. Ich hasse es, wenn die Menschen werden. Ganz im Ernst, das hasse ich. Huch. Die hat gerade irgendwie kurz mal gebrannt. Und niemand weiß warum. So, okay, wir haben die beiden erledigt. Die erste war leichter als die zweite, aber sie... Ah, da kommen die Viecher wieder. Oh, das war zu weit. Das hat getroffen. Wieder zu weit. So. Und der letzte. So, sehr gut. Und der hat sogar noch eine schwindende Seele dabei. Das ist doch schön. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas machen können. Macht allerdings überhaupt keinen Sinn. Dann gehen wir mal da oben weiter. Und nach wie vor liegen irgendwo noch ein paar tausend Seelen von uns rum. Yeah. Ich komme immer noch nicht da runter, wo ich eigentlich hin wollte. Wir sind immer noch nicht da, wo wir hin wollten. Wo wollten wir eigentlich hin? Eigentlich mit dem Fahrstuhl nach unten. Wir sind stattdessen nach oben gefahren. Wir konnten nach unten fahren, obwohl er nur hoch... er konnte nur runterfahren, wollte hoch. Dann konnten wir nur hochfahren und kommen jetzt nicht mehr runter. Das ist irgendwie Ironie. Ironie des Schicksals. Was ist denn das hier? Versucht Absprung, dann Schatz voraus. Das ist doch bestimmt eine Lüge. Da oben ist ein Schatz. Den hole ich mir als allererstes, bevor ich irgendwie einen Absprung wage. Boah, da wird der ja schwindelig hier. Flints Ring. Was ist Flints Ring? Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Was? Das ist ja der Wahnsinn. Ist das echt so? Verarscht er mich nicht? Wäre geil. Das wäre ja doppelt gemoppelt geil. So. Okay, man soll hier einfach runter. Gut. Dann Schatz voraus. Boah. Ups. Wenn das da unten wohl nichts sein wird, das war ja wohl klar. Da ist ein Schatz. Heimkehrknochen. Ich habe schon zwei Heimkehrknochen gefunden. Das Spiel will mir irgendwas sagen, oder? Es möchte, dass ich umkehre.
So ein Typ, vor dem ich mich erschrecke. Springen wird benötigt. Oh, Kacke. Weil ich ja so gut im Springen bin. Ich versuche was anderes. Ups. Abrollen geht doch auch. Was haben sie denn? Ups. Einzige Problem ist... Weste aus Mira, Handschuhe aus Mira, Hose aus Mira. Cool. Es gibt hier zwei Ausgänge. Und einer davon wird sicherlich unangenehm sein. Der hier war nicht unangenehm. Ah, also mal hier. Wir sind jetzt hier. Das ist gut. Das ist definitiv gut. Kann man da noch irgendwo hin? Nee, kann man nicht. Gibt es da unten noch irgendwie einen geheimen Schatz? Sieht nicht so aus. Okay, das bedeutet, dass wir immer noch meilenweit von dem weg sind, wo wir eigentlich hinwollen. Aber wir haben eine Chance. Moment. Da ist doch noch irgendwie ein Zeichen. Was steht denn hier? Zeit für Fähigkeit. Ja, aber welche Fähigkeit meinst du, lieber Schriftsteller? So, der ist weg. Jedes Vieh, das wir ausschalten, bevor wir in den Nahkampf kommen, ist doch eigentlich schon mal gut, ne? Gucken wir doch mal, dass wir jetzt irgendwie zu unserem Dingens da kommen. Da ist schon wieder die Dicke da. Die Dicke, die muss weg. Die macht mir Probleme. Ich bekomme Angst in ihrer Gegenwart. Ach Mist. Sie rumlacht, ey. Ne? So, die ist weg. Was zum Fluch? Ich glaube, du hast ausgeflucht. So, wir gehen jetzt. Da will ich. Ich will ja eigentlich dahin, aber. Wir können gerade noch nicht. Wir müssen erstmal zurück. Wir haben keinen Estus. Und ohne Estus ist es blanker Wahnsinn, weiterzugehen. Und dann versuchen wir nochmal in diese Kirche reinzukommen. Ach, wir haben ja nochmal einen Estus. Aber nur einen. Hab ich den gerade eben irgendwie... Ich habe manchmal auch schon... Schweif voraus. Ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, dass diese Estus-Dinger sich manchmal spontan recken. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber mir kam es zumindest so vor. So, Probe aufs Exempel. Ist da wer? Ja. So. Tja, so kann man das Vieh da nämlich auch pullen, ne? So viel dazu. Verorschen kann ich mich auch allein, ihr komischen Ratten. Ich würde das gerne öffnen können. Tja, geht nicht. So. Erwischt. Ist da eigentlich noch irgendwas? Nee. Ist nur so ein Verschlag. Wie gesagt, wir brauchen da nicht weit runtergehen zu diesem komischen Ding, wo unsere Sachen rumliegen, wenn wir keinen Estus haben. Bringt einfach nichts. Setzen uns lieber hier nochmal ganz, ganz kurz auf unsere vier Buchstaben. Und gehen dann wieder in die Richtung. So. Das ist lustig jetzt irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke. So, wupp, wupp, wupp. Kann man relativ easy einfach jetzt platt machen, die Ratte.
So. Auch erwischt. Da ist die andere Ratte. Und einfach draufspringen. Nein, ich will nicht hochklettern. Nein, das will ich gar nicht. Ich dachte, ich kann da was looten. Da kann ich was looten. Große Seele eines Leichnams. Oh Mann. So. Nein. Nein, 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 nein. das wäre jetzt fast schief gegangen. So. Auch erwischt. Habe ich versehentlich gerade eben das Ziel gewechselt. Da war ich gerade eben ausnahmsweise mal selbst schuld. Ach. Der kommt runter. Der riecht uns. Was war denn das? Okay, nee. So, hoch. Jetzt ist wahrscheinlich die Dicke wieder da, ne? Ja, ich hab's geahnt. Entschuldigung. Aber das war einfach nur geil. Das fand ich geil, wie sie da so runterfällt. Ich glaube, ich mache das wieder mit der Methode, wir laufen einfach schnell. Ah! Lalalala. Das hat uns relativ wenig Leben gekostet. So. Das Schöne ist, die kommen hier auch gar nicht rein. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach... Wow! Das ist neu! Au! Nein, ich will doch nicht diese Seele verwenden. Was soll denn der Scheiß? Die sind gar nicht so leicht zu treffen, weil sie die ganze Zeit irgendwie einen Quatsch machen, die Typen. So. Wisst ihr, was mal gemein wäre für einen Gegner, der eine Todesanimation hat und dann gar nicht tot ist? Das wäre mal gemein. Nein, 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 halt, da will ich mit. Da, jetzt will ich mit. So viel dazu. Ausnahmsweise wollte ich dann doch mit. So, da liegt nämlich immer noch unser Zeug seit letzter Folge. Hat Gott sei Dank keinen Schaden genommen. So, kann ich den hier pullen? Kann ich, ja. Der hat das recht gut weggesteckt. Okay. Randalemeister. Oh, Kacke. Eieieiei. Nein! Oh, das ist doch nicht wahr. Erfrierung, aha. Mhm. Au! Nein, 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 nein. Boah, stirb einfach, ey. Geralts Irithyl-Schwert. Was ist denn das? Schon wieder was Neues. Das macht Gerades, Entschuldigung, Gerads, genau. Gerades Irithyl-Schwert. 124 plus 24. Das ist besser als zum Beispiel das. Man müsste sich das mal näher anschauen. Hat vielleicht irgendwelche besonderen... Ja, genau, zusätzliche Effekte. 35 Frostschaden, da unten sieht man es, bei zusätzlichen Effekten.
Probieren wir mal. Nein. Ich möchte mal nur das da. Geil. Ist ja geil. Oh, ein Frostschwert. Ich gucke mich nur ganz vorsichtig um. Ich werde nirgendwo reingehen. Ich mache einfach mal nur... So eine Dummheit eigentlich, ne? Da, na also. Pfad der Opferung. Sehr gut. Dann wird's mal Zeit zu reisen. Ihr wisst wohin. Feuerbeinschrein. So, dann will ich doch gleich mal gucken, ob ich dieses Schwert hier auch irgendwie pimpen kann. Wir werden auch gleich noch zu der netten Feuerhüterin gehen, aber... Erstmal will ich gucken, ob dieses Schwert hier pimpbar ist. Der Frosteffekt kann nämlich, glaube ich, sehr, sehr interessant werden. Was brauchen wir dafür? Einen Funkeltitanit. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine bessere Waffe und wir haben keinen Funkeltitanit. Waffe durchwirken. Diese Waffe ist nicht durchwirkbar. Das ist gut zu wissen. Nicht durchwirkbar. Ja, ja, ja. Ich werde schon vorsichtig sein auf die eine oder andere Art und Weise. Gut zu wissen, dass sie nicht durchwirkbar ist. Das merken wir uns auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir 12.500 Seelen, die wir ausgeben können. Yeah, ich fühle mich reich. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. So. Wir gucken mal, ob hier auch irgendwo die anderen Lehrmeister gleich sind. Wir können zwei Level-Ups dadurch machen. Ganz im Ernst, ein paar Lebenspunkte mehr wären auch nicht schlecht, ne? So. Farewell, Ash. So, können wir mit dir nochmal reden? What a sick joke. Asking us to seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends. Those who would link the fire. Das hat er schon mal gesagt. We're not fit to lick their boots. Ja, 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 das hat er schon mal gesagt. Ich frage mich jetzt allerdings gerade eben, wo der Pyromant ist und der andere Typ, der mir irgendwie seine Treue geschworen hat, in Anführungszeichen. Ist da jemand? Ja. Ah, there you are, unkindled one. I wish to express my gratitude. For trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this majestic flame. As promised, I will impart pyromancies to you. But first, you'll need a flame of your own. Okay, die Pyromantieflamme, schön. Careful you don't burn yourself with it. Cool, jetzt können wir Pyromantie erlernen, Gegenstand kaufen, Pyromantieflamme verstö irgendwas. To learn pyromancies, you must vow to become my pupil. I know, but such is the way of the world. Respect your elders and so on. And pyromancy, of course, is no exception. Gut. Erstmal gucken, was er zu verkaufen hat. Er hat hier die Pyromantenkrone, Pyromantengewand, Wickel und Hose als Klamotten. Ansonsten ist es erstmal ziemlich schmal, was er hat. Ah, wenn man auf Pyromantie erlernen geht, dann bekommt man hier den Feuerball, die Feuerflut, theoretisch auch die große Verbrennung. Da fehlt uns allerdings ein Attribut. Welches Attribut ist denn das? Kann ich das? Nee, Moment. Erklärung. Genau, welches Attribut fehlt? Minimal. Glaube! Wir brauchen mindestens 10 Glaube, um das machen zu können. Okay.
Und dann haben wir noch den Blitzschweiß. Starkes Schwitzen erhöht die Feuerschadensminderung. Was? Okay. Feuerflut. Also wir sehen, die Anforderungen sind eher gering. Das ist etwas, was wir uns tatsächlich überlegen können, irgendwann mal. Do not be gone for long. Ach, verst heißt auch nicht verstärken. Das verst wird verstärken heißen. Das leuchtet natürlich ein. So, und was ist mit dir? Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Okay, ist einfach so ein Hehler. Knochen von Loretta hergeben. Okay. Do me a favor and don't forget our promise. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. A nuisance, I know, but it will help me tie up some loose ends. Okay, also wir waren bei der ja definitiv noch nicht. Wir haben sie auch noch nicht gefunden. Was hat der im Angebot? Erstmal Wurfmesser. Ja, 20 Seelen für ein Wurfmesser ist, glaube ich, ganz okay. Du musst husten. Eine Brandbombe für 50. Shit. Und eine Seilfeuerbombe. Nach hinten werfen. Verstehe ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Glut verkauft er auch. Und auch ein paar Waffen. Langschwert zum Beispiel. Ja gut, haben wir inzwischen selbst gefunden. Bastardschwert. Streitspeer. Aha. Oho, oho, oho. Ein Speer. Das ist schön. Kann man sich theoretisch überlegen, weil die natürlich immer... Also bisher war es immer so, die haben eine gute Reichweite. Oh, dann haben wir ein Langspitzschild. Hätte man alles bei ihm kaufen können. Aber wir sehen auch schon, die Dinger sind sehr, sehr teuer. Also wir haben eigentlich gar nicht so schlechte Ausrüstung. Diebesmaske, feste Lederstiefel, feste Lederstulpen, feste Lederrüstung und Standardhelm. Okay, ich glaube, diese Ausrüstung ist unserer nicht unähnlich. Hat keine Ringe. Okay. Gut. Goodbye. And stay safe. Ich werd's versuchen, mein Freund. Ich werd's versuchen. Wer versucht, nicht sicher zu bleiben? Wobei, vielleicht ist auch eine diebische Anspielung, ne? Stay safe. Der Dieb will den Safe knacken. Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Egal. So, wir haben noch 1000 Seelen. Da oben sitzt ja jemand. Da sitzt ja jemand. Hat dieser jemand was zu sagen? All that unkindled and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Ha, Ludless aus Kurland. Ich bin es baff, dass der da so rumsitzt. Listen, this might pique thine interest. Before I was a Lord of Cinder, I was a student of transposition. The process of extracting and coalescing the essence of a soul. A forbidden art that once left a foul stain upon Corland's honor. Tis an art that grants powers once thought unattainable. Most transposing kilns were lost with Corland, but this place is a crossing for all manner of cursed objects. If thou happenst upon a transposing kiln, bring it to me. Quick. Okay, will einen now, Wandlungsofen. Do not be away over long. Es gibt einen Wandlungsofen, und zwar in diesem Baum, in dieser komischen, in diesem komischen Gebäude, in das wir noch nicht rein können. Schön. Aber immerhin wissen wir, wo einer ist.
So, liebe Leute, das war's wieder für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.